Und es geht direkt los. Ich habe direkt eine Frage. Hat Vanguard nicht einen Vorteil? Ich spreche vom All World. Hier gibt es nur zwei Varianten. Die müssen doch zu Kostenvorteilen führen, zusätzlich zur genossenschaftlichen Struktur. Und damit herzlich willkommen zu diesem Stream. Ein direkter Einstieg in das Thema Finanzen, genauso wie wir es lieben. Also da gibt es ja zwei Stück, also auf den Vanguard All World, meintest du? Ist natürlich ein anderer Index, ist jetzt nicht MSCI, was jetzt die meisten anderen Anbieter benutzen. Aber de facto, ja, ist es günstiger und genossenschaftliche Struktur, ja, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das direkter Vorteil für dich ist, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Anbieter, die ETFs von Vanguard. Und übrigens, lass dich nicht davon täuschen, es gibt auch hunderte Vanguard-ETFs, nur in Deutschland ist die Produktpalette jetzt erstmal, also für Privatanleger erstmal etwas eingeschränkter. Könnt ihr mal ein Video über BlackRock machen? Wir haben mal auf das Video von Arte reagiert. Also Arte hat ja mal eine Dokumentation darüber gemacht, die ich nicht gut finde. Das war eine Autorin, die ein Buch darüber geschrieben hat. Und dieses Buch fand ich sehr schlecht, muss ich tatsächlich so sagen. Und da haben wir mal ein Reaktionsvideo drauf gemacht. Beziehungsweise ich habe mich mit den Argumenten auseinandergesetzt. Von daher müssen wir da jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Das finde ich eine gute Frage. Hattest du von Anfang an des Kanals gleich die Motivation, eine Firma aufzubauen oder hat sich das so ergeben? Ja, definitiv Zweiteres. Ja, also wir hatten nie geplant, da eine Firma draus zu machen. Das hätten wir uns nie vorstellen können, dass du aus einem YouTube-Kanal später weitere Medien bespielen kannst und dadurch eine ganze Firma machen könntest. Und das hat sich tatsächlich so nach und nach ergeben. Das Ganze ist gewachsen. Wir hatten keine Zeit mehr im Endeffekt, Finanzfluss noch nebenbei zu betreiben. Entweder hätten wir irgendwo reduzieren müssen, die Zeit im Job oder die Zeit für Finanzfluss. Im Job war das nicht möglich, weil das keine Jobs waren, die man irgendwie Part-Time machen kann. Von daher haben wir dann gekündigt, vor rund anderthalb Jahren, sind dann nach Berlin gekommen. Aber das war wirklich auch nur gewesen, weil das Ganze so stark gewachsen ist, weil YouTube insgesamt so gewachsen ist, also YouTube-Finanzen insgesamt, wir halt die große Chance hatten, da früh dabei zu sein und der größte Kanal in dem Bereich zu sein. Ja, es ist nach und nach gewachsen. Wir hatten mehr und mehr Ideen. Unsere Ideenliste ist immer länger geworden und dementsprechend auch unsere Frustration, dass wir diese Ideen nicht umsetzen konnten. Und dann haben wir uns halt gesagt, na gut, wir ziehen das jetzt durch. Arno als erstes. Dann hat er gesagt, ja, ich kündige, ich gehe Finanzfluss jetzt Vollzeit und so. Habe ich gesagt, ja gut, dann macht es ja keinen Sinn, dass du das nur alleine machst. Ich mache dann mit. Und genau, so ist es da reingegangen. Aber nein, das war vorher noch nie, nicht geplant gewesen. Hallo, meine Frage ist folgende. Wenn ich nur eine gewisse Summe angespart habe und diese in ETFs angelegt sind, 300.000, also 300.000 Euro, muss ich nun, wenn ich davon leben muss, nur die 25% Kapitalertragssteuer zahlen oder noch etwas anderes beachten? Nö, das war's. Also wenn du 300.000 auf der Seite liegen hast und das Geld für dich arbeiten lässt, dann würde ich es vorzugsweise, ja, je nachdem, ob du es wirklich regelmäßig brauchst, das Geld, oder immer nur phasenweise, dann würde ich das Geld in ausschüttende ETFs oder ausschüttende Produkte anlegen. Vielleicht willst du auch noch in andere Anlageklassen als nur ETFs investieren. Die Gewinne, die dann dort entstehen, musst du mit Kapitalertragssteuersatz plus eventuell Kirchensteuer versteuern und das war's. Mehr kommt da nicht drauf, also keine Einkommensteuer oder sonstige Dinge. Das ist nämlich das Tolle, wenn du Privatier bist, ja, dann zahlst du quasi nur diese 25% plus Soli und eventuell Kirchensteuer. Da haben wir übrigens auch wieder ganz tolle Rechner gebaut. Also wir haben jetzt den Kirchensteuerrechner, der ist aber mehr auf Einkommen bezogen. Wir haben ganz, ganz viele tolle neue Rechner für euch gebaut. Ich bin da ein bisschen on fire, weil wir jetzt so ein Tool entdeckt haben, beziehungsweise Tommy hat mir so ein Tool gezeigt, wo man so interaktive Charts bauen kann. Also Grafiken quasi, also Charts, Grafiken, alles Mögliche. Und das Coole an der Sache ist halt, wie gesagt, die sind interaktiv. Das heißt, man kann diese Rechner dann mit seinen eigenen Daten befüllen und kriegt dann einen individuellen Chart. Ach komm, ich zeig's euch einfach. Also wir sind hier im Brutto-Netto-Rechner drin. Hier könnt ihr ausrechnen, wenn ihr einen gewissen Bruttolohn habt, wie viel netto dabei rauskommt. Und wir haben ja dazu auch schon ein komplettes YouTube-Video gemacht, will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Könnt ihr euren monatlichen oder euren jährlichen Bruttolohn eintragen, gucken, was das steuerliche Referenzjahr ist, in diesem Jahr noch 2020. 21 ergänzen wir dann bald, welche Steuerklasse ihr seid. Müsst ihr angeben, in welchem Bundesland ihr seid, zum Beispiel in Berlin, was euer Geburtsjahr ist, ob ihr Kinder habt, solche Dinge, gesetzlich privatversichert seid. Und dann bekommt ihr halt hier ganz detailliert ausgespuckt, wie viel Steuern ihr bezahlen oder bezahlen werdet. Ihr könnt das ja zum Beispiel vor einem neuen Job durchrechnen oder wenn ihr zum Beispiel damit rechnet und sagt, okay, ich kriege jetzt eine Gehaltserhöhung, statt 2.500 verdiene ich jetzt zum Beispiel 3.000 Euro, könnt ihr gucken, was so der Impact ist. Und dann habt ihr hier euren Bruttolohn, den ihr oben eingegeben habt, monatlich, jährlich. Dann seht ihr, was hier an Lohnsteuer fällig wird. Dann seht ihr, was hier an derzeit noch an Solidaritätszuschlag fällig wird.
wird, der fällt ja jetzt für einen Großteil der Bevölkerung ab 2021 weg. Und dann bekommt ihr hier unten auch einen interaktiven Chart, der sich genau diese Zahlen zieht. Also 3000 Euro brutto heißt 466 Euro Steuern, heißt 600 Euro Sozialabgaben, heißt 1930 beziehungsweise mit den Nachkommastellen 1929,77 an Nettolohn. Und das könnt ihr euch jetzt downloaden, könnt ihr hier sogar draufklicken und es als PDF downloaden, als JPG-Datei, als PNG-Datei, könnt das dann für euch privat nutzen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, mein Ziel ist es irgendwann, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal die Bodo Schäfer-Zahlen, wir haben ja die 8000 Euro noch im Kopf, auch Single, also keine Kinder und so weiter, kommen am Ende immerhin oder nur, je nachdem wie man es sieht, 4300 Euro netto raus. Und hier seht ihr dann auch nochmal die Aufteilung. Und wen es auch interessiert, der kann dann hier unten aufklappen und sich mal angucken, was denn der Arbeitgeber bezahlt. Denn der Arbeitgeber zahlt ja die andere Hälfte der Sozialabgaben. Das heißt, zusätzlich zu eurem Lohn muss der Arbeitgeber dann nochmal 1.164 Euro mehr bezahlen. Also an Sozialabgaben, die er für euch abführt. Das heißt, wenn ihr 8.000 Euro brutto verdient, zahlt der Arbeitgeber dafür 9.164 Euro. Eigentlich mal ganz interessante Zahl zu sehen, ja. Gerade wenn man zum Beispiel Selbstständigkeit vergleichen will und so weiter. Also, hallo Thomas, komme aus Österreich und will ein Depot bei Trade Republic eröffnen. Jedoch ist Trade Republic in Österreich nicht steuereinfach. Habt ihr hierzu Infos, ob sich das ändern wird oder wo man die Infos zur Steuerabgabe bekommt? All unsere österreichischen Freunde, sorry, dass wir noch nicht den Depotvergleich für Österreich haben. Wir haben natürlich jetzt erstmal mit dem ETF-Sparplanvergleich Deutschland angefangen. Ja, wir werden jetzt nach und nach weitere Depotvergleiche machen oder auch Tagesgeld, Festgeld oder welche Themen auch immer im Raum stehen und dann auch mal Österreich, aber ja, da müssen wir uns noch ein kleines bisschen gedulden und dann bekommt ihr, das war übrigens einer der meisten Kommentare unter unserem ETF-Sparplanvergleich, wie sieht es in Österreich aus, in Österreich aus, in Österreich aus und das liefern wir euch auch bald. Hier steht keine Warteliste mehr, ab sofort in nur 8 Minuten Depot eröffnen. Wir kümmern uns um die Abrechnung deiner Steuer aus Wertpapiergeschäften und erstellen eine Jahressteuerbescheinigung für dich. Sieht doch so aus, oder? Guck mal hier. Oh ja, hier, guck mal, Matthias ist am Start. Trade Republic ist nicht steuereinfach. Es soll aber eine Ausfüllhilfe kommen, Österreich. Okay, interessant. Und wie erklärst du uns dann, Matthias ist ja der absolute Depotprofi, dass das hier unten drin steht? Aber da können wir auch ehrlich gesagt mal eine Mail an Trade Republic schreiben. Die haben ja derzeit einen unglaublichen Lauf mit ihrem Adventskalender. Wichtige Frage, Thomas. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Danke der Nachfrage. Schön, dass ihr euch um mich bemüht. Habe Cash mit Bitcoin gemacht, aber keine Ahnung, Klammer Bock, Steuern darauf zu bezahlen. Gib mal Tipps bitte, wie man Madeira-Malta-Konto eröffnet. Also Madeira und Malta ist nicht das Gleiche, aber... Ja, ich vermute entweder Madeira oder Malta, ja. Mhm. Ja, kann ich natürlich nichts zu sagen. Also ich werde hier niemanden beraten, wie er Steuerhinterziehung betreiben soll. Wenn du die steuerlichen Vorzüge eines Steuerparadieses nutzen willst, musst du in 99% der Fälle auch dort wohnen. Das heißt, wenn du keine Steuern bezahlen möchtest, musst du dich da irgendwie beraten lassen, wie du in solchen Steuerparadiesen am besten unterkommst. Und ja, da kann ich aber ehrlich gesagt nichts viel zu sagen. Ich persönlich habe auch keinen gigantischen Bock, Steuern zu bezahlen, aber ich finde, es gehört irgendwo auch dazu, zu einer zivilisierten Gesellschaft. Von daher ist auch in Ordnung, so wie das ist. Ich frage mich gerade, ob Madeira überhaupt also so ein Steuerparadies ist. Das gehört ja eigentlich zu... Es gehört zu Portugal. Portugal. Ah, okay, ja, Portugal. Aber die meisten Inseln, also viele Inseln haben irgendwie solche Sonderregelungen. Das ist jetzt zum Beispiel wie Jersey. Jersey gehört ja zu England, hat aber auch nochmal ganz andere Steuerregelungen. Also die Inseln sind da meistens so ein bisschen anders. Also anders von der Gesetzgebung her. Die haben da meistens nochmal Vorzüge. Dasselbe zum Beispiel mit Gibraltar. Ja, Gibraltar gehört ja ebenfalls zu England, ist aber nochmal eine andere juristische Feinheiten oder auch eigene autonome Steuergesetzgebung. Von daher kann es natürlich gut sein, dass Madeira irgendwie anders steuerlich dasteht als jetzt zum Beispiel Portugal. Ich meine, es gibt ja sehr wahrscheinlich einen Grund, dass Unge auf Madeira ist. Klar, er sagt natürlich nicht wegen Steuern, das glaube ich ihm auch, aber keine bzw. wenig Steuern zu zahlen ist natürlich auch schön. Deutschland ist auch ein Steuerparadies, absolut. Ja, also Paradies ist jetzt übertrieben, ja, aber es gibt in Deutschland viele Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen man seine Steuern reduzieren kann. Unter anderem zum Beispiel auch die Abgeltungssteuer. Ja, also die Abgeltungssteuer stellt ja eigentlich Investoren besser als diejenigen, die für ihr Geld arbeiten. Gut, in der Regel ist es halt beides. Aber wenn du ein sehr, sehr hohes Einkommen hast, zum Beispiel von 70.000 Euro und dann aufwärts, bist du ja bei einem Grenzsteuersatz von um die 50%. Also gibst du ja fast die Hälfte ab. Muss ja gar nicht mal 8.000 Euro sein, sagen wir mal nur in Anführungszeichen, ne? 6.000 Euro. So, was kommt am Ende raus? Bei 6.000 Euro kommen 3.500 raus. Also die Hälfte ist schon mal weg, also fast die Hälfte, ist ein bisschen weniger als die Hälfte.
Bei 6500 wird es sehr wahrscheinlich, oder sagen wir 7000, wird es sehr wahrscheinlich ziemlich nah an der Hälfte sein. Genau, also 300 Euro Bonus hat man noch von der Hälfte weg, aber da sieht man ja, was der große Unterschied ist. Und das heißt, die Gesamtbelastung, je mehr man verdient, nähert sich immer mehr an die 50% an. Und auf der anderen Seite bist du als Investor oder als Kapitalanleger, der Kapitalerträge kassiert, steuerlich bevorteiligt, denn du zahlst maximal 26,375%, ne? Also Kapitalertragssteuer plus Soli. Das heißt, Steuergesetzgebung in Deutschland ist auf jeden Fall Gestaltungsspielraum. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überflussclip gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest oder einfach Clips aus der Finanzflusswelt, dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal.